Hallo meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich glaube, ich ändere mal ein bisschen die Perspektive. Na. Ja. Und zwar, viele haben noch ein paar Fragen an mich gehabt. Dann dachte ich, es würde vielleicht ganz gut passen, wenn ich noch ein Frage- und Antwort-Video drehen würde. Und ich habe mir hier unten einen Zettel hingelegt und da stehen die Fragen drauf. Sind nicht ganz so viele, aber die kamen zusammen. Dann dachte ich mir, ich drehe das als YouTube-Video für euch, damit ihr auch alle Bescheid wisst. Nicht so viel drum herum labern, sondern ich fange mal direkt an. Und zwar die erste Frage ist, wie finanzierst du dein ganzes Leben mit Grace? Wie finanziere ich es? Also, für die, die das noch nicht wissen, falls da neue Zuschauer da hinzugekommen sind. Ich habe eine fertige Ausbildung als Verkäuferin und war gerade in meiner anderen Ausbildung als Kauffrau im Einzelhandel. Die ging dann noch ein Jahr und wurde in dieser Ausbildung schwanger. Das heißt, ich war dann im Beschäftigungsverbot. Und habe trotzdem das Gehalt bekommen, allerdings durfte ich nicht arbeiten gehen. Und da ich ja aber dann die Ausbildung nicht vollenden konnte, beziehungsweise ich bin noch in dieser Ausbildung tätig, allerdings jetzt in Elternzeit 2 Jahre. Und deshalb, da ich ja dann erstmal weiter kein Gehalt bekomme, bis ich meine Ausbildung wieder von vorne anfange, musste ich Arbeitslosengeld 2 beantragen. Die übernehmen die Hälfte der Mietkosten. Sowohl ich bekomme einen Teil als auch Grace. Ebenso bekomme ich Elterngeld natürlich für die Zeit. Ich habe 2 Jahre Elternzeit genommen, deswegen kriege ich Elterngeld plus. Ich bekomme Kindergeld für Grace und auch Unterhalt. Und ja, daher kommt das ganze Geld. Und auch wenn ich fertig bin mit der Elternzeit, dann kann ich meine Ausbildung wie gewohnt weitermachen. Also da ist nichts irgendwie verloren, sondern es ist einfach nur unterbrochen. Und ja, so finanziere ich das alles und da kam nämlich auch die Frage auf, wie ich mir das dann alles leisten kann mit der Kleinen. Ja, ich kann es einfach. Also ich habe ihr keinen Wunsch abgeschlagen, obwohl sie noch nicht reden kann. Also sie hat sowohl alles Nötige als auch alles Unnötige. Ja, auf jeden Fall, nächste Frage ist, bin ich Single? Leute, ja, ich bin Single. Also die Frage ist richtig oft aufgekommen. Ja, ich bin Single und alleinerziehend. Dann kam auch schon die nächste Frage, ob ich derzeit auf der Suche bin. Nein, ich bin nicht auf der Suche, ich lasse mich gerne finden. Und da kommen wir nämlich auch zu der Frage, die da so auf das Thema Beziehungen und alles aufbaut. Wie muss dein Mann sein? Also, falls jemand da draußen existiert, der zu mir passt und der sich etwas mit mir vorstellen könnte oder so, der muss echt einiges können. Also was heißt einiges können? Das hört sich voll anspruchsvoll an. Aber am allerwichtigsten ist es, dass ich ihn erstmal so kennenlerne, beziehungsweise weiß, dass er ein guter Mensch ist. Also gerade wenn ich ihn noch nicht vorher kannte, sondern es eine fremde Person ist, dass ich diese Person erst mal selber kennenlerne, bevor er überhaupt meine Tochter kennenlernt. Denn man weiß nie, was für Leute da draußen rumlaufen. Und ich möchte nicht meiner Tochter jede Woche, dumm gesagt, jetzt mal einen neuen vorstellen. Das ist mir das ganz Wichtige und das sollte er auch respektieren, ansonsten ist er nicht der Richtige für mich. Dann möchte ich natürlich auf Dauer, dass er meine Tochter wie seine, also was heißt wie seine eigene, aber seine meine Tochter respektiert und auch gut behandelt. Auch in Zukunft, falls man wirklich zusammenbleiben sollte und dann noch ein Kind kommen sollte, dass meine Tochter nicht vernachlässigt wird oder benachteiligt wird, nur weil sie nicht seine leibliche Tochter ist. Das geht auf gar keinen Fall. Das ist für mich auch definitiv ein Trennungsgrund, auch wenn vielleicht dann mein ungeborenes Kind da noch da ist oder mein Neugeborenes. Das ist für mich definitiv ein Trennungsgrund, denn meine Kleine sollte nicht benachteiligt werden dadurch. Sie sollte wie ein Familienmitglied behandelt werden. Mir ist wichtig natürlich, dass er treu, ehrlich, Loyalität zeigt, dass er Manieren hat. Also so, ich sag mal, diese Standard-Skills sind mir sehr wichtig und dass ich mit ihm lachen kann, viel verreisen kann, denn ich fahre gerne in Urlaub. Und ja, dass ihm Geld nicht das Allerwichtigste ist, sondern er weiß, dass Familie wichtig ist und Freunde und der nicht die Nase hier oben trägt, wenn ihr wisst, was ich meine, aber auch einer, der nicht faul auf der Couch sitzt, dem ich alles hinterher tragen muss, sondern der auch mal ein paar Handgriffe im Haushalt machen kann, der mich unterstützt und der mich auch fordert, wo ich halt auch mich gleich fühle, nicht, dass sich mein Freund irgendwie unter mich setzt. Wisst ihr, was ich meine? Auch vom IQ her, also dass man da relativ gleich auf derselben Wellenlänge ist.
Ja, so stelle ich mir ungefähr vor. Aussehen ist so ein bisschen nebensächlich. Er muss halt etwas an sich haben, was mir an ihm gefällt. Ich mag zum Beispiel Tattoos sehr gerne oder er muss einfach ein schönes Lächeln oder schöne Augen haben. Er muss mir einfach gefallen, ja? Mir ist dann egal, ob er dick, dünn oder was weiß ich was oder 5 Meter groß ist, ja? Aber er muss einfach was an sich haben, was mich bezaubert sozusagen. Und was meine Tochter natürlich bezaubert. Und wenn sie sich auch nicht mit ihm verstehen sollte, falls es meine nächste Partnerschaft erst in, was weiß ich, wie viele Jahren habe, dann hat er bei mir auch keine Chance. Denn meine Tochter muss den Segen geben, denn sonst tschüss. Ja, dann kommen wir nämlich dazu, da kam nämlich auch schon die Frage, wann wärst du bereit für eine neue Beziehung? Also, was heißt bereit? Also jetzt in dem Moment weiß ich nicht, ob ich mich bereit fühle. Denn ich habe so viel um die Ohren, also ich muss echt sagen, ich habe ja echt Glück mit Grace. Sie schläft wirklich fast den ganzen Tag, also jetzt nicht wirklich fast den ganzen Tag, aber wenn ihr wisst, was ich meine, sie macht lange Mittagsschlaf und so. Und da habe ich richtig Glück und bin aber dann auch froh, dass ich diese Zeit für mich habe und dann wieder ich sein kann, weil ich liebe es, Mama zu sein. Das würde ich auch auf kein Geld der Welt wieder eintauschen, aber man ist dann auch mal froh, wenn es dann Abend ist und das Kind schläft und man einfach für sich ist und wenn man nur auf der Couch sitzt und am Handy ist oder so. Aber wenn ihr wisst, was ich meine, alle Mamas da draußen wissen das, glaube ich. Man ist froh, dass man in Ruhe mal auf Toilette gehen kann, in Ruhe duschen gehen kann. Und wenn man sich dann überlegt, dass man diese freie Zeit auch noch splitten muss, mit einem Partner zu teilen, das ist dann, schon schwierig, weil da muss halt echt auch ein Partner sein, der versteht, wenn man mal sagt, heute nicht oder ich will gerade einfach nur nichts tun oder ich bin einfach nur müde oder da muss halt das auf jeden Fall dieses Verständnis aufbringen. Das ist mir ganz wichtig. Ja, dann kam die Frage, ein paar Sachen zu Grace. Wie groß ist sie? Wie viel wiegt sie? Und so weiter. Ne? Also Grace ist gerade 63 cm groß, wiegt 5.667, glaube ich, Gramm. Und hat einen Kopfumfang von 39 cm und ist jetzt gerade 4,5 Monate alt. Und sie bekommt gerade 2 Zähne. Hat 2 Stück hier oben, die oberen Schneidezähne bekommt sie gerade. Sie dreht sich schon auf die Seite, manchmal sogar schon auf den Bauch. Also langsam wird sie mobil. Ja, so schnell geht's. Also sie wird richtig schnell groß. Ja, ansonsten kam die Frage, wie geht es dir mit der allgemeinen Situation? Wie geht es mir? Also mir geht es sehr gut, also ich komme super damit klar. Mittlerweile haben sich ja auch so die Nächte eingependelt. Klar, wenn sie mal krank ist oder ich krank bin oder jetzt das Zahn, dann ist das natürlich alles ein bisschen anders. Aber sie ist ein wirklich so liebes Baby. Also sie weint oder schreit eigentlich gar nicht. Sie schreit nur oder, also was heißt schreien? Wein nur mal kurz, vielleicht beim Einschlafen, weil sie halt so schwer in den Schlaf zu bringen ist. Das dauert halt jetzt aber mittlerweile auch nicht mehr so lange, weil ich mittlerweile weiß, was ich machen muss. Und ansonsten weint oder schreit sie eigentlich nicht mal. Nicht mal mehr, wenn sie Hunger hat, dann macht sie einfach oder macht so komische Geräusche. Sie macht immer so oder irgendwie so eine Art. Und dann weiß ich, Hunger, ja. Und im Moment bekommt sie tagsüber so alle 4 Stunden ihr Fläschchen. Nachts ist es so, dass ich sie zwischen 7:30 und 9 Uhr hinlege zum Schlafen. Da irgendwo dazwischen bekommt sie ihr Fläschchen, das kommt immer drauf an. Und dann schläft sie so bis 4 oder 5 manchmal sogar. Und dann kriegt sie ein Fläschchen, dann schläft sie nochmal bis 8. Ja, und dann ist sie so 1 Stunde wach und dann schläft sie nochmal so 2-3 Stunden. Macht auch Mittagsschlaf nochmal 3 Stunden, also ja, sie schläft viel, also ehrlich. Das ist aber auch schön, sie braucht es auch, man merkt es auch an ihrer Entwicklung. Sie, wenn sie viel geschlafen hat, ist sie total ausgeglichen, also sie ist sowieso lieb, aber wenn ihr wisst, was ich meine, sie ist halt nicht so launisch und man merkt dann halt auch ganz schnell, oh, sie kann was Neues. Also wenn sie ganz, ganz viel Schlaf braucht, dann weiß ich, jetzt ist irgendein Schub oder so und dann kann sie in 1-2 Tagen oder so kann sie irgendwas Neues und das ist halt echt auch so. Ich muss mal gerade gucken. Und zwar würdest du diese, was vermisst du aus deiner Zeit, wo du kein Kind hattest? Also, was vermisse ich aus meiner Zeit, wo ich kein Kind hatte? Natürlich ausschlafen. Das ist echt krass. Also ich würde gern mal wieder so bis 13 Uhr schlafen. Das ist halt leider nicht mehr. Aber das ist auch nicht schlimm. Also man gewöhnt sich ja an alles, ne? Was ich noch
vermisse aus der Zeit einfach mal dieses Rumgechille. Sei es, man ist den ganzen Tag auf der Couch, schaut Filme und Serien und kann die suchten und oder man trifft sich mit Freunden und dieses Ungezwungene von wegen, ja okay, wir machen jetzt dies, wir machen jetzt das. Oder nicht mal feiern gehen, die Zeit ist auch bei mir schon vorher vorbei gewesen. Einfach mal dieses Rumhängen mit Freunden ohne dann, ah Fläschchen, ah Baby weint, Bäuerchen oder ihr wisst, was ich meine. Aber das ist jetzt auch nicht so, weil ich habe halt mittlerweile auch einen anderen Freundeskreis, natürlich durch die Geburt auch. Und jetzt habe ich hauptsächlich mit Mamis zu tun und die haben alle dasselbe Problem beziehungsweise dieselben Sorgen, dieselben Ängste und da kann man sich immer so ganz gut verständigen. Und gerade auch ihr, meine Community, ja, auch wenn ich 90 Abonnenten habe, ihr seid meine Community. Ich bekomme so viele Nachrichten von euch, das ist so süß, von Mamas, die mir dann auch so schreiben, oh, wie toll du das machst oder die dann auch fragen, wie hast du das und das gemacht und habe auch echt tolle Kontakte geknüpft, muss ich sagen, hierdurch. Und habe sogar, ich weiß jetzt nicht, ob sie sich angesprochen fühlt, eine gute Freundin dazu gewonnen. Die kommt ein bisschen weiter weg. Und wenn du das gerade siehst, ich liebe dich. Ich freue mich so sehr, dass du meine YouTube-Videos geschaut hast und dass wir jetzt so engen Kontakt haben und wir schon so viel durchgemacht haben. Es ist halt echt krass, was halt so ein paar Videos auch so Menschen verändern und zusammenschweißen. Und man verliert halt durch eine Geburt bzw. durch eine Schwangerschaft extrem viele Freunde, das ist echt so, aber dann sind das auch nicht die wahren, ist mir aufgefallen. Mittlerweile weiß ich halt, was wichtig im Leben ist und was ich erreichen will und was ich vorhabe und wie ich es erreichen kann. Und ich sag mal so, mit den Leuten, denen ich vorher rumgehangen habe, das war eher so, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen, besoffen, am Feiern, Rumbetrügereien und das allerletzte vom letzten eigentlich. Und ich bin froh, dass ich die Leute los bin und mich jetzt auf die richtigen Ziele konzentrieren kann. Ja, nämlich, dass meine Tochter das glücklichste Kind auf dieser Welt wird. Ja, das ist mein größtes Ziel. Und zwar, wie viel wiegst du jetzt? Machst du Sport und so weiter? Und zwar, ich wiege, also vorab nochmal die Geschichte für die, die ja auch noch dazugekommen sind. Ich habe vor der Schwangerschaft 62 Kilo gewogen und am letzten Tag vor der Geburt 72. Das heißt, ich habe 10 Kilo zugenommen in meiner Schwangerschaft und jetzt wiege ich 59. Das heißt, ich habe schon 3 Kilo weniger, als ich überhaupt angefangen habe, schwanger zu sein. Und sie sind aber anders verteilt, muss ich ehrlich sagen. Ich fühle mich trotzdem, obwohl ich 3 Kilo weniger wiege, dicker. Ich habe auch immer noch eine Hosengröße größer als vorher. Ich habe früher 36 getragen, jetzt trage ich 38 und mein Bauch ist auch ganz schwibbeldi-schwabbel. Ganz schwibbeldi-schwabbel und halt die Dehnungsstreifen als, es kommt aber. Und jetzt will ich auch Sport machen, beziehungsweise ich mache auch Sport jeden Tag 20, 30 Minuten, wenn ich es hinkriege, wenn Grace mich lässt. Und wollte da sowieso mal auch ein Mama-Workout hochladen. Wenn euch das interessiert, dann könnt ihr mir ja mal einen Daumen nach oben geben. Das würde mich richtig freuen und auch falls ihr mehr von mir sehen wollt, könnt ihr mich auch auf Instagram kontaktieren oder mir schreiben. Ich antworte wirklich jeder Person, also alles, was ihr wissen wollt oder sonst irgendwas oder ihr wollt mir nur eine liebe Nachricht oder auch eine böse Nachricht zu senden, dann schreibt sie mir einfach in Instagram. Ja, so viel wiege ich gerade und ist ja, also man, ich sag mal so, da ist auch noch die Frage und zwar, wie hat sich dein Körper nach der Schwangerschaft verändert und zwar, ich bin jetzt ehrlich, Leute. Ja, und zwar, vor der Schwangerschaft muss ich sagen, ich hatte schon immer, also schon immer, als ich klein war, ich war schon immer ein bisschen speckig, auch am Bauch. Ich hatte nie diese 1A-Modelmaße, 90, 60, 90, flacher Bauch und so, das hatte ich noch nie, nie. Ich hatte immer Hüftspeck und Bauchspeck, aber ich fand es nie schlimm, ich habe mich daran gewöhnt und es hat auch keine Probleme damit gehabt. Also warum auch? Jeder soll mich so nehmen, wie ich bin. Aber das wurde dann weniger und dann wurde ich schwanger und ich habe einen riesen Bauch bekommen durch das ganz viele Fruchtwasser, durch diese Fehlbildung, die Grace hatte. Und dadurch hat sich halt meine Haut auch extrem ausgedehnt und ist halt dann auch sehr gerissen, richtig gerissen. Ist halt nicht mehr, hat halt nicht mehr so ein gutes Festigkeit und ja, das Bindegewebe ist halt mehr als am Arsch. Und ja, aber so großartig hat sich jetzt an meinem Körper nichts verändert, dass ich jetzt, ah doch, und zwar, wenn ich
meine Tage habe. Ich hatte, bevor ich schwanger wurde, sie immer eigentlich regelmäßig. Sie haben überhaupt nicht wehgetan. Ich hatte da gar keine Probleme mit. Sie waren immer schon ein bisschen stärker und länger als von meinen Freundinnen die Tage, aber das war nicht so schlimm. Jetzt mittlerweile ist es der blanke Horror. Ich könnte ausflippen. Ich habe so Schmerzen. Also ich bekomme sie auch eher unregelmäßig noch. Am Anfang habe ich sie regelmäßig bekommen, so die ersten 2 Monate. Aber jetzt bleiben sie zum Beispiel schon 3 Wochen aus, wo ich mir denke, ich kann nicht schwanger sein, Leute. Und ja, und wenn sie dann anfangen, es tut so verdammt weh. Es tut richtig verdammt weh. Ich heule dann, ich habe richtige Schmerzen. Ich kann nicht mal Grace hochnehmen in dem Moment, wenn ich so einen Schub habe, nenne ich es mal. Weil es einfach so verdammt weh tut und ich blute, wie als wäre ich abgestochen. Das klingt halt sicher voll eklig für manche, aber es ist halt einfach so, ich sag so, wie es ist. Es ist richtig, richtig schlimm. Ich muss fast alle halbe Stunde auf Toilette. Alle spätestens alle 3/4 Stunden, weil sonst ist es Massaker. Texas Chainsaw Massaker ist dann, das ist dann lebendig. Und es ist richtig krass. Ja, und ich, die gehen dann auch so 1,5 Wochen. Also ich sag mal so 9 Tage bestimmt. Manchmal gehen sie sogar 12 Tage lang. Überlegt euch mal, eine normale Frau hat ihre Periode 5 Tage oder so und ich habe sie einfach 12. Da wisst ihr halt auch Bescheid. Aber dafür kommen sie halt auch alle 4 Wochen. Ich habe dann 4 Wochen Pause und dann sind sie wieder 12 Tage. Und ja, so ist das halt richtig bescheuert. Aber ja, jetzt ist das Video doch länger geworden als gedacht. Aber eure Fragen, meine Antworten. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ihr könnt mir ja mal einen Kommentar da lassen, falls ihr noch Fragen habt. Ich antworte jedem und einen Daumen nach oben oder auch einen Daumen nach unten. Und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, meine Lieben.